Hallo liebe Sternzeichen Zwillinge, ich freue mich, dass du hier bist und dir deine Liebeslegung für den Januar ansiehst. Ich hoffe, es geht dir gut soweit und du bist bereit für deine Nachrichten. Außerdem hoffe ich, dass du gut ins neue Jahr gekommen bist oder noch kommst. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt deine Nachrichten zur Liebe im Januar an. Und da kommen direkt zwei Karten für dich raus. Also, was solltest du wissen zur Liebe im Januar, liebe Sternzeichen Zwillinge? Und die Karten können kaum warten, bei dir rauszukommen. Ich habe jetzt schon alle. Normalerweise stelle ich erst tausend von Fragen hier. Was kommt auf Sternzeichen Zwillinge zu? Aber das ist hier gar nicht nötig. Die Karten wissen auch jetzt schon, okay, so wollen wir rauskommen. Gut, mit dem Herrscher kann es sein, dass du es irgendwie mit einem Sternzeichen Widder zu tun hast, gerade Ende Januar vielleicht. Lass uns aber als erstes auf die zwei der Inspiration genauer eingehen. Wofür steht die hier bei dir in der Liebe, liebe Sternzeichen Zwillinge, diesen Januar? Was solltest du wissen zu zwei der Inspiration? Bitte beachte, dass es sich hierbei um eine allgemeine Legung handelt, die nicht zu 100% mit jedem Einzelnen resonieren kann und wird. Nimm daher nur die Nachrichten für dich mit, die auch zu dir und deiner Situation passen und lass den Rest einfach für andere übrig. Versuch nicht, irgendwas zu erzwingen und hör auf deine eigene Intuition. Okay, zur zweiten Inspiration haben wir die 7 der Münzen, den Gehängten und die Sternkarte. Mit der Sternkarte kann es sein, dass es hier für den einen oder anderen das Sternzeichen Wassermann gibt, um den Jahreswechsel herum. Und was interessant ist, ich habe das Gefühl, dass du hier auf eine Veränderung wartest, dass du auf eine Befreiung fast schon wartest oder darauf, dass irgendwas passiert. Ja, manche brauchen vielleicht auch diesen Jahreswechsel manchmal so ein bisschen, um Veränderungen wirklich zulassen zu können und selber herbeiführen zu können. Und das könnte auch bei dir der Fall sein, dass du so unterbewusst zumindest das Gefühl hast, okay, ich widme mich erst ab Anfang Januar der Liebe wieder oder erst ab dann kann hier was für mich passieren, weil ja, das neue Jahr erst beginnen muss. Ich weiß nicht, ob das bei dir resoniert, aber es gibt definitiv Menschen, die irgendwie das Gefühl haben, okay, ich kann erst gewisse Pläne verfolgen, ich kann erst abnehmen oder Frühjahrsputz machen oder keine Ahnung was, wenn das neue Jahr angebrochen ist und im Dezember läuft nichts mehr. So, und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht für manche hier der Fall war, die dann aber nach dem Jahreswechsel dieses Gefühl von Befreiung haben, okay, jetzt kann ich machen, was ich möchte. Jetzt kann ich mich vielleicht auch in der Liebe jemanden annähern oder vielleicht kommt sogar jemand auf mich zu. Weil um den Jahreswechsel herum melden sich auch gerne mal Menschen aus der Vergangenheit. Und ich habe fast das Gefühl, dass manche genau darauf warten, dass jemand aus der Vergangenheit sich meldet. Ich weiß nicht, ob das hier passiert. Aber ich sehe so ein bisschen das Gefühl von, okay, jetzt ist der Startschuss da. Jetzt kann ich los und das machen, was ich möchte. Auch in der Liebe kann ich jetzt den Weg verfolgen, den ich mir vorgestellt habe. Vielleicht, weil sich jemand bei dir meldet. Vielleicht, weil du selber dich jetzt traust, einen Schritt auf andere Menschen zuzugehen. Oder was auch immer dein Grund ist. Aber ich habe das Gefühl, dass du dich Anfang Januar wesentlich befreiter fühlst und ja, sehr hoffnungsvoll bist, dass jetzt wirklich die Dinge für dich auch ins Rollen kommen. Lass uns die 9 der Emotionen ansehen. Wofür steht die hier bei dir in der Liebe im Januar, liebe Sternzeichen Zwillinge? Was solltest du mit der 9 der Emotionen hier zur Liebe im Januar wissen? Übrigens, natürlich biete ich persönliche Legungen an, ich biete einen Tarotkurs an, aber ich habe jetzt auch noch ein paar Gutscheine rausgebracht, die du in meinem Shop ganz einfach findest oder beziehungsweise über den Link unten in der Infobox findest. Falls du vielleicht noch nach einem Weihnachtsgeschenk suchst oder so, wäre das eine Möglichkeit.
Also lass uns gucken, was die 9 der Emotionen zu bedeuten hat für dich in der Liebe im Januar, liebe Sternzeichen Zwillinge. Okay, die 8 der Stäbe. Ich sehe hier sehr schnelle Energie. Tatsächlich scheint sich einiges für dich weiterzuentwickeln, Anfang Mitte Januar. Nachdem das vielleicht in letzter Zeit nicht der Fall war. Ich habe für viele das Gefühl, dass sich Mitte, Ende Dezember hier nicht besonders viel in der Liebe weiterentwickelt hat. Oder dass du vielleicht selber irgendwie bewusst den nächsten Schritten aus dem Weg gegangen bist. Aber jetzt, Anfang Mitte Januar, sehe ich da tatsächlich eine Menge Bewegung. Ich sehe auch eine starke körperliche Anziehung zwischen dir und jemandem. Könnte ein Luftsternzeichen sein, Wassermann, Waage, Zwillinge. Könnte Sternzeichen Steinbock sein. Aber ich sehe hier auf jeden Fall, dass da jemand ziemlich schnell und spontan auf dich zukommt. Vielleicht spontan ein Treffen vorschlägt oder so. Oder vielleicht läufst du irgendjemandem über den Weg, jemand spricht dich an oder du sprichst jemanden an. Ich weiß nicht, wer hier wie auf dich zukommt. Ich kann bloß sagen, dass es sehr, sehr schnell und spontan irgendwie passieren wird. Und dass da eine Menge Anziehung zwischen euch beiden da ist. Ich würde bloß aufpassen, weil mit dem Ritter der Schwerter haben wir jemanden, der oftmals nicht unbedingt links und rechts guckt, nicht guckt, okay, wie beeinflusse ich jetzt andere Menschen mit meinem Handeln, sondern einfach dem folgt, was sich für ihn richtig anfühlt, was er erreichen möchte. Und gerade gepaart mit dem Teufel, ja, wäre ich da einfach ein bisschen vorsichtig, weil es sich um jemanden handeln könnte, der manchmal ein bisschen egoistisch sein kann. Und solange ihr dasselbe Ziel verfolgt, spielt ihr das natürlich in die Karten, weil das jemand ist, der wirklich Dinge in Bewegung bringt und dir wahrscheinlich dann auch zeigen wird, wenn er oder sie dich gerne bei sich hätte und so weiter und so fort. Aber wenn dir dieser Egoismus in Anführungsstrichen mal nicht in die Karten spielt, wenn es nicht dem entspricht, was du dir wünschst, dann kann es sein, dass du den Kürzeren ziehst. Vor allen Dingen wäre ich bei dieser Person mir auch noch nicht sicher, ob diese Person überhaupt, sag ich mal, was Festes möchte. Wenn das jetzt zum Beispiel dein Wunsch ist, kann ich dir das noch nicht versprechen. Es scheint auf den ersten Blick zu wirken, als wäre diese Person genau das, was du dir wünschst, was du dir vorstellst in einem Partner. Gerade weil diese Person recht selbstbewusst zu sein scheint, gerade weil da so eine starke Anziehung zwischen euch beiden ist, weil es aufregend zwischen euch beiden ist. Aber wie gesagt, ich würde da nochmal einen genaueren Blick drauf werfen im Laufe des Januars, weil es sein kann, dass diese Person vielleicht das noch nicht ganz so ernst meint, beziehungsweise, dass diese Person ja ein bisschen sehr auf die eigenen Bedürfnisse fokussiert ist. Und das sind wir letzten Endes alles. Aber ja, bei dieser Person kann es schnell mal sein, dass er oder sie unempathisch ist. Oder ja, wenn er oder sie das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt das bekommen, was ich mir wünsche, dass diese Person dann auf einmal verschwindet oder so. Ich weiß es nicht. Lass uns die 10 der Stimmen hier ansehen. Wofür steht die 10 der Stimmen bei dir in der Liebe im Januar, liebe Sternzeichen Zwillinge? Was solltest du zur 10 der Stimmen und der 3 der Stäbe in der Liebe im Januar wissen? Dann haben wir noch die 4 der Münzen, die 10 der Schwerter und die Hohepriesterin. Okay, die 10 der Schwerter kommt hier doppelt raus. Okay, weil die 10 der Stimmen ist genau dieselbe Karte, bloß aus einem anderen Deck. Und die 10 der Schwerter steht in der Regel für ein Ende. Teilweise auch für Diskussionen, Streitigkeiten und sowas, Konflikt. Aber meistens geht es hier wirklich darum, dass was beendet wird. Und wenn diese Karte hier doppelt rauskommt, dann wird mir das bestätigt. Und dann zeigt mir das vor allen Dingen, dass es kein leichtes Ende ist. Und
Um ehrlich zu sein, es passt zu dem, was ich eben gerade zu dieser Person gesagt habe. Es kann sein, dass das jemand ist, der zwar starkes Interesse hat und dann auch für das kämpft, was er oder sie sich wünscht, aber wenn diese Person das Gefühl hat, okay, ich habe das bekommen, was ich mir wünsche, oder ich sehe, dass die andere Person mein Interesse erwidert, dann habe ich kein Interesse mehr und dann löse ich mich. Und natürlich würde ich dir sowas niemals wünschen, aber ich muss es so ansprechen, wie ich es in den Karten sehe. Ich würde noch abwarten, was da in der letzten Spalte auf dich zukommt, weil mit dem Herrscher haben wir da schon wesentlich bessere Energie, so wie ich das sehe. Jemand, der auch Verantwortung für das eigene Handeln übernimmt, was diese Person hier offensichtlich nicht kann. Okay. Um ehrlich zu sein, habe ich das Gefühl, dass diese Person, die zwar anfangs erstmal recht toll erscheint, recht unreif ist. Also emotionale Reife sehe ich da nicht besonders viel. Und deshalb ist es für dich sogar fast das Beste, wenn das Ganze hier auch schon wieder relativ schnell endet. Ja, weil ich glaube, mit so einer Person kann man langfristig eh nicht besonders viel anfangen. Zumindest nicht, wenn man sich eine Beziehung wünscht und ich habe das Gefühl, dass das bei dir der Fall ist. Für manche nehme ich gerade wahr, dass sie vielleicht hier auf jemanden aus der Vergangenheit warten, der auf sie zukommen könnte. Wenn das jemand ist, der in der Vergangenheit schon so ein Hü oder Hot, heiß oder kalt Spiel mit dir gespielt hat, sich immer mal wieder zurückgezogen hat, den Kontakt abgebrochen hat, dir gemischte Signale gesendet hat, dann kann es zwar sein, dass diese Person im Januar auf dich zukommt, aber ich sehe nicht unbedingt, dass diese Person sich anders verhält als in der Vergangenheit. Manche Menschen lernen nicht dazu. Und es tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber bei dieser Person, falls es jemand aus der Vergangenheit ist, für manche könnte es aber auch jemand Neues sein, scheint es nicht der Fall zu sein. Also ich sehe hier einfach, dass es da an emotionaler Reife einfach mangelt, an Verständnis, an Empathie mangelt, an Integrität auch mangelt, weil vielleicht ist das jemand, der, um dir näher zu kommen, einiges sagt, was er oder sie dann letzten Endes überhaupt nicht einhält. Deshalb glaub mir, es ist besser so, wenn du dich von dieser Person löst. Und wahrscheinlich wird dir diese Situation sogar was beibringen, wird dir zeigen, worauf du schauen kannst in der Zukunft, um solche Situationen oder solche Menschen in deinem Leben zu vermeiden. Und dann lass uns gucken, was da auf dich zukommt, nachdem du dich wahrscheinlich von dieser Person löst. Ich meine, vielleicht bist auch du diese Person, die das beendet zwischen euch beiden, weil du schon merkst, dass das jemand ist, der vielleicht nur das Körperliche möchte, weil das vielleicht jemand ist, der sehr impulsiv ist. Jemand ist, der vielleicht eben, wie gesagt, diese emotionale Reife nicht hat. Und dann kannst du natürlich genauso entscheiden, das Ganze zu beenden. Das muss nicht in jedem Fall von dieser Person selber kommen. Aber lass uns den Herrscher ansehen. Wofür steht der hier bei dir in der Liebe Ende Januar? Wer kommt da auf dich zu? Liebe, Sternzeichen, Zwillinge, was solltest du noch zur Liebe im Januar wissen, besonders mit dem Herrscher hier? Was können dir die Karten noch zum Herrscher mitgeben? Okay, dafür, dass die Karten anfangs so schnell rausgekommen sind, geht es jetzt ein bisschen langsamer. Aber das ist auch gut. Das ist auch gut. Weil diese schnelle Energie würde ich mit dieser leicht toxischen Person, oder was heißt leicht, mit dieser toxischen Person in Verbindung bringen. Mit dieser Person, die zwar schnell auf dich zukommt, aber sich dann auch schnell irgendwie als jemand herausstellt, mit dem man eigentlich nicht unbedingt was aufbauen möchte. Ja, das ist dann einfach zu schnell auch irgendwo. Hier kommen die Karten schon langsamer raus, deshalb habe ich das Gefühl, und auch gerade mit der Mäßigkeit, die für Ausgeglichenheit, Harmonie und so weiter steht, dass
hier sich Ende Januar etwas entwickeln könnte, was aber viel, viel ausgeglichener und auch ein bisschen langsamer ist. Aber dafür ist es halt gesund. Ja, auch hier mit der 2 der Münzen haben wir diese Ausgeglichenheit. Auch da haben wir, okay, ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Wo vielleicht bei dieser Person hier, die sich dann irgendwo als nicht der richtige Partner herausstellt, da kann es sein, dass anfangs diese Person es komplett übertreibt und es dadurch unausgeglichen ist. Und dann auf einmal zieht diese Person sich komplett zurück und dann ist es dadurch unausgeglichen. Man braucht einfach Gleichgewicht so ein bisschen auch. Und das sehe ich hier mit jemand anderem. Könnte ein Sternzeichen Widder oder ein Sternzeichen Schütze sein. Oder Sternzeichen Löwe hier mit der Stärkekarte, mit dem du es Ende Januar zu tun hast. Es muss sich nicht zwangsweise ums Sonnensternzeichen handeln, wenn ich ein Sternzeichen erwähne. Es kann auch manchmal sein, dass das Mondsternzeichen, Aszendent oder so stärker durchkommt. Okay. Aber auf jeden Fall sehe ich hier jemanden, der auch sehr selbstbewusst ist und durchsetzungsfähig ist und für das kämpft, was er möchte, aber auf eine viel reifere Art und Weise. Auf eine Art und Weise, wo es nicht übertrieben ist, sondern die dir einfach nur ein gutes Gefühl gibt. Okay, also das ist eine ganz andere Energie als die von dieser Person hier. Ich denke, dass da Ende Januar schon jemand auf dich zukommen wird. Höchstwahrscheinlich eins dieser 3 Sternzeichen. Und bei dieser Person wirst du merken, okay, es ist nicht so ein Hin und Her. Ich brauche mir nicht die ganze Zeit Fragen stellen, was diese Person überhaupt im Sinn hat. Ich kann dieser Person einfach Schritt für Schritt näher kommen. Und ich sehe jetzt noch keine Beziehung oder so. Ich meine, viele scheinen diese Person hier auch erst Ende Januar kennenzulernen. Vielleicht gibt es Ende Januar jemanden, der dir Halt gibt, jemanden, der dir zuhört, jemand, der für dich da ist, dich unterstützt auf irgendeine Art und Weise. Vielleicht persönlich, vielleicht beruflich oder so. Aber ich habe das Gefühl, mit dieser Person könnte es ganz gut passen. Da wird es zwar anfangs noch keine extremen Gesten geben, aber ich glaube, dass dir die Reife, das erwachsene Auftreten dieser Person sehr stark imponiert. Kann sein, dass diese Person ein bisschen älter ist als du, die da Ende Januar auf dich zukommt. Oder wie gesagt, dass diese Person vielleicht einfach nur emotional oder was einfach die Intelligenz auch angeht, weiter ist als diese Person, die da erst auf dich zukommt. Das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus, spannend aus und in der weiterführenden Legung werden wir dann auch nochmal genauer darauf eingehen, wer das hier ist, was du über ihn oder sie wissen solltest und wir schauen uns dann noch an, wie es im Februar und März ungefähr weitergeht, ob da mehr entsteht zwischen dir und dieser reifen Person, sage ich jetzt mal, oder nicht. Deshalb, wenn du Interesse an der weiterführenden Legung hast, dann würde ich sagen, klick unten auf den Link in der Infobox. Wir schauen jetzt noch, was die Tierorakelkarten dir hier so mitgeben können. Was sind noch wichtige Nachrichten aus dem Tierorakeldeck an dich, liebe Sternzeichen Zwillinge? Was solltest du noch aus dieser Legung mitnehmen? Da haben wir die Nummer 39, die Motte, Surrender Now. Gib dich hin, lass dich fallen. Ich denke, vor allen Dingen sollst du dich diesem Neuanfang öffnen, weil ich glaube, dass viele in der Vergangenheit hier in so einer stockenden Energie festgesteckt haben, dass vieles sich nicht weiterentwickelt hat. Und wenn man schon irgendwo spürt, oh, es ist alles so zäh, dann ist es schwer, sich daraus zu bewegen. Deshalb ist dieser Neuanfang, den man zu Beginn des Jahres oftmals ja, gerne verfolgt, ist es vielleicht gar nichts Schlechtes.
zu sagen, okay, jetzt beginnt das neue Jahr, jetzt kann ich mich in der Liebe auch wieder neu öffnen, mit ganz frischer, neuer Energie. Okay, bloß lass dich darauf ein, lass dich fallen, öffne dich und du wirst rechtzeitig merken, dass diese Person hier nicht zu dir passt. Du wirst es merken und dich selber von dieser Person lösen oder er oder sie löst sich von dir. Keine Ahnung, wie es letzten Endes kommt. Was wichtig ist, ist, dass danach jemand auf dich wartet, der wesentlich reifer und verantwortungsvoller zu sein scheint, mit dem das Ganze viel, viel ausgeglichener und harmonischer ist. Und darauf kannst du dich dann natürlich auch nochmal einlassen. Lass uns noch zwei weitere Tier-Orakel-Karten dazulegen. Was sind noch wichtige Nachrichten an dich, liebe Sternzeichen-Zwillinge? Was solltest du noch wissen? Welche Nachrichten sind noch von Relevanz für dich? Da haben wir den Biber. Lay solid foundation. Leg ein solides Grundfundament. Ja. Und daran, ob das möglich ist, wirst du auch erkennen, ob langfristig mehr möglich ist oder wer wirklich zu dir passt. Weil ich denke, sobald du versuchst, hier irgendwas aufzubauen mit dieser Person, die hier so leicht toxisch sein könnte, wirst du merken, dass es mit ihm oder ihr nicht möglich ist, dass diese Person vielleicht sich davor drückt oder ja, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich meine, nicht jeder muss eine Beziehung wollen. Nicht jeder muss sich eine langfristige Zukunft mit jedem Menschen vorstellen, den man kennenlernt. Die Sache ist bloß die, wenn du nicht weißt, was du willst, warum gehst du dann so stark hier auf das liebe Sternzeichen Zwillinge zu? Es macht nicht wirklich viel Sinn. Ja, dieses heiß und kalt, dieses gemischte Signale senden, ich glaube, das ist einfach hier dieses unreife Verhalten, was hier angesprochen wird. Und dadurch wird man auch kein stabiles Fundament aufbauen können. Weil diese Person das immer wieder ins Wackeln bringt, ins Schwanken bringt. Ja. Mit dieser Person Ende Januar könnte es aber möglich sein. Absolut. Wir legen jetzt noch eine letzte Tier-Orakel-Karte dazu. Was ist zum Schluss noch eine wichtige Nachricht an dich, liebe Sternzeichen-Zwillinge? Was solltest du noch wissen? Und da haben wir den Hirsch, take the lead, übernimm die Führung. Ja, es ist wichtig, dass du hier sagst, okay, ich öffne mich jetzt in der Liebe, ich gehe vielleicht auch selber mal einen Schritt auf andere Menschen zu. Und wenn du merkst, dass es hier mit jemandem nicht passt, dann darfst du genauso die Führung übernehmen und sagen, nee, so weit und nicht weiter. Das ist mir zu unsicher mit dir, als dass ich mich da auf was Langfristiges einlassen würde. Beziehungsweise, es kann auch sein, dass hier von dir erforderlich ist, dass du in irgendeiner Art und Weise hier dieser Person Ende Januar näher kommst. Ja, das muss nicht zwangsweise bedeuten, dass du hier diesen ersten Schritt auf diese Person zumachen musst, indem du ihn oder sie ansprichst oder so oder sogar anschreibst. Aber es kann bedeuten, dass du die Führung übernehmen sollst, dabei diese Person zu finden. Ja, melde dich bei einer Dating-App an, geh auf irgendwelche Veranstaltungen, zu irgendwelchen Kursen oder keine Ahnung, wie auch immer. Aber du musst dir die Führung übernehmen, wenn du den richtigen Partner kennenlernen wirst. Wenn du aber Schritte in die richtige Richtung unternimmst, dann wirst du bestimmt hier Ende Januar jemanden kennenlernen, der ziemlich gut zu dir passen könnte. Okay. Also, liebe Sternzeichen-Zwillinge, ich würde mich freuen, wenn du bei der weiterführenden Legung vorbeischaust und damit mir nochmal genauer diese Person hier ansiehst und wie es dann weitergeht. Wenn du kein Interesse daran hast, auch absolut in Ordnung. Ich wünsche dir trotzdem einen schönen Resttag und einen richtig schönen Januar.